Tja, meine Damen und Herren, willkommen zum heutigen Video. Es gibt mal wieder einen kleinen Skandal, über den ich berichten möchte. Sans hat mir dazu die ganzen Infos geschickt und wir gucken uns alles ganz gemütlich an. Aber davor sage ich euch noch geschwind, was aus den beiden letzten Suspects vom Montag passiert ist. Suspect Nummer 1, das war der mit den Handschuhen, er hat sogar zwei Paar und dem Knife, wurde leider noch nicht gebannt. Er hat zwar einen Game-Bann bei sich auf dem Account, aber das muss für ein anderes Spiel sein. Er scheint immer noch auf freiem Fuß zu sein, wie man hier sieht, Hacker vor 3 Stunden und auch jemand anderes, der gegen ihn gespielt hat, hat mir geschrieben, dass er nach wie vor halt am Rumtingeln ist. Also das ist irgendwas Altes hier oben, beziehungsweise ein anderes Spiel. Sein Inventar ist leider privat, also man kann nicht reingucken, aber er hat für uns ja vorne eben die Sachen vorgestellt, die er halt zeigen will. Suspect Nummer 2 hat einen Bann bekommen und hat sein Profil zumindest noch eine Weile auf öffentlich gehabt. Daher dieser Screenshot, also hier ist ein Skeleton, das man im Video gesehen hat. Und ich glaube, man hat auch diese Wimmelchen hier gesehen und natürlich die Cortex war auch am Start. Ja, das ist natürlich schön, aber 1 von 2 ist auch irgendwie nicht genug. Zumal der eine ja wirklich reingekackt hat, der erste, also... So viel zu den Suspects von letzter Woche. Jetzt kommen wir zu diesem Wettskandal. Und zwar ist seit einem Monat, 1,5 Monaten Team Akuma so ein bisschen in der Bredouille. Man sagt, dass sie reinhacken bzw. einen Radar-Hack benutzen oder irgendwie anderweitig ihre Infos rausziehen, um ihre Spiele zu gewinnen. Die haben zum Beispiel gegen Team Navi gespielt als Newcomer und haben die easy peasy fertig gemacht mit einem 16:2 auf das 2 und das war schon für alle irgendwie so. Natürlich ist der Fakt, dass man ein Newcomer ist, jetzt nichts Besonderes. Man kann auch als komplett neue Gruppe irgendwie komplett dominieren, aber einige Plays waren recht merkwürdig und da gibt es viele, viele Clips davon und ich zeige euch jetzt hier einen, der, finde ich, schon ziemlich viel aussagt über diesen Vorwurf, sie hätten zu viel Information. So, und zwar ist das hier ein Clip aus dem Spiel Virtus Pro vs. Akuma. Man sieht, die Akuma-Boys sind schon ziemlich weit vorne und in dieser Runde ist Team Virtus Pro gerade noch zu viert alive als Tees und sie stehen, wie man hier oben auf der Map eben gut sehen kann, zu dritt vor B, der andere tingelt dann noch vor A rum und die CTs, also die Akuma-Jungs, stehen ganz gut auf B, um eben diesen vermeintlichen B-Go zu kontern. Ich mache jetzt das Teil an, man hört den russischen Sprecher, ich lasse jetzt einfach mal durchlaufen und ihr achtet mal genau, was passiert. Vor allem, wie die Rotationen so sind. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Also sie schleichen jetzt zurück. Ich rede jetzt einfach rein, der Sprecher ist eh leiser als ich. Ich kann sie auch ausmachen eigentlich. Also. Sie rotieren jetzt wie gesagt um. Und guck mal, was die Jungs da machen, die Blauen. Akuma, what are you doing? Also sie rotieren einfach, vorsichtshalber, alle mal auf A. Niemand steht mehr B oder zumindest Mitte, dass man sagen könnte, hey, wir wissen ja nicht genau, wo sie kommen. Also vielleicht geht einer noch in Window rein oder so und guckt mal hoch. Und die sind durchgeschiftet, die Jungs. Also hinten an T-Spawn kurz gelaufen, aber das konnten eigentlich die Blaumänner gar nicht hören. So, und schon haben sie den Salat, die VP-Boys, denn sie werden jetzt ordentlich genudelt. Also eben war es noch ein 3 gegen 4 und jetzt ist es nur noch ein 2-on-2 und wie man hier sieht, hat Team Akuma jetzt so die Runde geholt. Und naja, also man hat ihnen, wie gesagt, schon im Vorfeld vorgeworfen, dass sie wohl ein Radar-Hack oder irgendwie sowas haben und keiner konnte genau sagen, was abgeht. Und jetzt kam der Riesenbatzen dann langsam so zum Platzen. Und dass da auch noch Wettgeschichten mit dabei waren, habe ich erst heute erfahren. Also passt auf. Richtig ins Rollen kam die ganze Geschichte, als der Spieler Sorte Folgendes geschrieben hat. Und zwar ist es aus dem Russischen übersetzt. Ich fasse es einfach ganz kurz zusammen. Sorte schreibt, dass er von diesem ganzen Drama über Akuma Wind bekommen hat und einen Fakt droppen möchte über diese Regional Major Rankings. Und zwar waren sie im Bootcamp und waren kurz davor, gegen Nemiga zu spielen. Und als sie auf die Server connected sind, hat er festgestellt, dass das GoTV einen Delay von 0 hat. Und die einzige Schutzmaßnahme, dass eben nicht einfach jemand reinkommt und ohne Delay reinguckt, war das Passwort. Das heißt, jeder, der das Passwort hatte, konnte einfach reinjoinken und das Passwort war dasselbe wie das für den Server. Als sie das festgestellt haben und das Spiel eigentlich schon hätte losgehen sollen, haben sie sich aber dann gemeldet, weil sogar ihr Manager mit reinkam und ihr Manager hätte einfach da bleiben können und ihnen praktisch voraussagen können, wo die Gegner sind. Das haben sie aber gemeldet und so wurde dann nicht der Delay oder generell ein Delay eingestellt, sondern einfach nur das Passwort geändert. Man könnte natürlich meinen, wenn das Passwort lang genug und schwer genug ist, könnte das ausreichen, wobei hier dennoch sofort die Frage entsteht, warum macht man nicht einfach ein Delay rein? Also es gibt in jedem anderen Tournament, schreibt er hier, ein Delay von 90 Sekunden. Und es gibt sogar Teams, die sagen, sie spielen nicht ohne diesen Delay. Da kommen sie erst gar nicht ran. Nichtsdestotrotz, Passwort wurde geändert und es hieß, komm, daddelt einfach rein. Passwort ist ja anders, da kommt keine Sau rein. Er schreibt aber, dass dennoch Leute reinkamen, und zwar ein paar chinesische Jungens,
die dann mit am Start waren und einfach komplett als Spectator das gesamte Spiel über am Start waren. Weiter unten schreibt er noch, dass das jetzt hier keine Ausrede sein soll wegen dem Verlauf ihres Spiels. Ich nehme an, dass sie verloren haben. Keine Ahnung. Aber ja, das ist ein Fakt, den er droppen wollte. Und da wird man dann schon so ein bisschen nachdenklich und stellt sich die Frage, hat Akuma vielleicht auch irgendwie sowas gemacht? Was geht da ab? Und siehe da, wenn man dann hier schon ein kleines Stückchen runterscrollt, findet man Folgendes. Also, ihnen wurde eben schon seit längerem Radarhack und so weiter vorgeworfen. Aber jetzt mit dieser Info, die man jetzt hat, ist es natürlich extrem einfach zu erklären, woher diese Info wohl kam. Es könnte nämlich einfach jemand am Start gewesen sein, der die GoTV-Aufnahme zum Beispiel über Discord gestreamt hat. Und dann weißt du ja, wo die Leute stehen. Und das ist dann schon eine recht fette Sache, wenn man bedenkt, dass das halt diese Regional Major Rankings 21 sind, in denen ja auch, also eben nicht nur solche Newcomer-Teams wie Akuma dabei sind, sondern eben auch Navi zum Beispiel oder halt Virtus Pro. Und jetzt, Leute, haltet ein, es wird noch besser. Erstens, das wird zwar nur gemauschelt, sagt man oder mauschelt man, dass einige Mitglieder von Team Akuma bereits von Betting-Seiten ausgeschlossen sind, weil es nämlich heißt, dass sie halt eben auch oft komisch gewettet haben, also das gesamte Team, die Leitung, wie auch immer, auf ihr Team. Und dann eben die Wins eingefahren haben, also für echte Moneten, was schon mal echt heftig ist, aber eben erstmal nur Gemauschel war. Jetzt hat aber die Esports Integrity Commission behauptet, dass sie Beweise gefunden haben. Also sie behaupten es zwar, aber sie sagen, sie haben Beweise gefunden, dass, der Name ist ein bisschen schwierig, Alexandre Shishko, der CEO von Project X, verdächtige Wetten auf die Matches platziert hat. Also auf Spiele, bei denen die Akuma-Jungs beteiligt waren, die auf Project X stattfanden. Und das ist schon wirklich, also wirklich krass hey, wir matchfixen so ein bisschen und gewinnen dadurch, was ja schon mal assi ist, aber hey, wir fahren da auch noch richtig fett Geld ein, indem wir halt einfach auf uns wetten. Wir haben ja komplett die Übersicht über GoTV und das ist ja nochmal ein zusätzliches und auch etwas anderes Kaliber, das da oben drauf kommt. Was die neueste Entwicklung der ganzen Geschichte ist, und damit werde ich das Video jetzt ja auch langsam zu Ende bringen, ist, dass Jackie und Sensei, das sind zwei Akuma-Spieler, aus Team Akuma ausgetreten sind oder ausgetreten wurden, das weiß ich aber nicht. Man sagt, dass Sensei sehr auffällig gewesen wäre in den Spielen, aber Jackie auch Stellen gehabt hat, in denen man eben wohl ja, einiges erkennen konnte. Also unter anderem eben zu viele Infos. Man könnte also damit abschließen und sagen, dass vielleicht nur ein Teil von dem Team überhaupt diese Kacke betrieben hat und dadurch halt aber dann trotzdem passende Calls und sowas geben konnte. Genau weiß ich es aber nicht oder weiß man es nicht, weil sich da noch nichts Neues ergeben hat. Da aber, wie gesagt, bereits diese Kommission sagt, dass sie eben Beweise gefunden haben, scheint das doch schon, also zumindest für manche, also zum Beispiel eben diesen Alexandre Shishko, schon eine heiße Nummer zu werden. Weil so Wettbetrug und sowas ist dann auch nochmal ein heißes Eisen, das er da in die Hand nimmt. Ich werde euch die Quellen und Beiträge wie immer in der Videobeschreibung verlinken. Ihr könnt selbst nochmal nachschauen und auch gerne ein bisschen recherchieren. Eins muss man auf jeden Fall wie immer am Ende sagen. Ich stecke in der ganzen Sache nicht drin. Das heißt, ich weiß nicht, ob das alles so wahr ist oder so passiert ist, wie es eben hier gezeigt und gesagt wird. Das sind eben alles Aussagen. Ich meine, gut, der Clip, den haben wir gesehen. Das ist sicherlich so passiert. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit sind eben auch andere Dinge geschehen. Ne? Aber diese Wettgeschichten und sowas, das sagt jetzt diese Kommission. Ich weiß aber nicht, aus welchen Leuten die Kommission besteht. Es könnten auch irgendwelche Grasdackel sein, die sich zusammengewürfelt haben und gesagt haben, der, ich hab den Namen vergessen, der hat halt gewettet und dabei wollen sie ihm nur was anhängen oder sowas. Ich weiß es nicht. Aber ich denke, die Wahrscheinlichkeit, dass das alles wahr ist, ist schon über 50%. Also es klingt alles zumindest sehr schlüssig. Aber man weiß ja nie. Das will ich zum Ende nur noch gesagt haben. Gut, dann sind wir hier eigentlich auch wieder durch. Ich möchte mich bei euch noch bedanken für den edlen Samstagstream. Wir haben ja Faceit reingedaddelt mit Knife Giveaway und hin und her. Es war sehr, sehr geil. Ich hoffe, ihr habt auch alle genauso viel Spaß gehabt wie ich. Und das müssen wir bald wiederholen. Vielen Dank fürs Zusehen, für die Kommentare und für die Likes. Und ich kann mich jetzt endlich heute und morgen und übermorgen an die Kommentare hocken und alle, die noch offen sind, abarbeiten. Ihr wisst, ich lese jeden Kommentar oder jedes Kommentar, jeden Kommentar. Haut da rein! Aber noch nicht so schnell, denn wir müssen noch die Kanalmitglieder und Patreons huldigen. Ich huldige euch! Mal kurz, ganz kurz nachgucken, wir huldigen jetzt nicht, dass es irgendwas Perverses ist. Sich einem Herrscher durch ein Treuegelübdes unterwerfen. Ich sag mal so viel. Danke!